Meeresrauschen, der Podcast von Ocean Well, die Naturkosmetik aus dem Meer und für das Meer. Spannendes von der Entwicklungsschmiede aus dem echten Norden, mit Lorenen und Steffen. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben Steffen und ich uns Levent und Raphael geschnappt, um ein bisschen mehr in die Forschung einzutauchen, beziehungsweise deren Wissenschaftsbereich in der Firma, um euch das auch mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, hallo. Hallo. Hi. Genau, dann fangen wir erst mal an. Raphael, dich hatten wir noch gar nicht jetzt vorm Mikro. Vielleicht stellst du dich erst mal vor. Wer bist du? Was machst du hier? Ja, hallo. Ich bin Doktorand an der Uni Kiel und gleichzeitig bei Ocean Basis, um Forschung mit Makroalgen zu machen, mit Braunalgen, die ja auch in der Kosmetik drin sind. Ich interessiere mich dafür, wie man diese Braunalgen noch besser anbauen kann, zum Beispiel auch hier direkt vor unserer Haustür in der Ostsee. Aber auch, was man mit den Braunalgen machen kann, was da für Stoffe drin sind und wie man die auch für kosmetische Anwendungen extrahieren kann, aus den Algen rausholen kann und was die dann bringen. Und wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin seit 3,5 Jahren dabei und ja, es ist ein Riesenfeld. Man lernt immer mehr kennen, man lernt immer mehr über die Algen und man kann immer weiter lernen. ja, und hoffentlich bin ich auch bald fertig mit meiner Doktorarbeit. Ende ist in Sicht? Ende ist in Sicht. Ziellinie ist in Sicht, ja. Oh, das ist doch eine gute Motivation. Ja, auf jeden Fall. Ja, möchtest du uns sonst kurz erzählen, was dein Doktorarbeitsthema ist? Also die Kosmetik von Ocean Well, die wird aus dem Zuckertang, oder da ist Zuckertang drin. Aber wir möchten auch gerne noch mehr Algen zum Beispiel in der Kosmetik verwenden. Und zum Beispiel die Fucus-Alge, den Blasentang. Und ich versuche, eine Anbaumethode für den Blasentang zu entwickeln. Man kann sich vorstellen, an Land haben wir schon ganz viele Pflanzen, wo wir wissen, wie wir die anbauen. Aber im Meer gibt es nur ganz wenig Pflanzen, wo man weiß, wie man die anbaut. Zum Beispiel beim Zuckertang weiß man das, bei der Fucusalge noch nicht. Und ich versuche quasi damit anzufangen, die zu kultivieren und zu domestizieren, kann man sagen. Also, dass man eine Farm bilden könnte mit dieser Fucusalge. Ganz genau. Okay, und für alle Nicht-Biologen da draußen, das ist die Alge, die man aufploppen kann. Also diese Richtig. Kleinen Polsterchen drin hat. Ja, und ich beschäftige mich unter anderem auch mit Inhaltsstoffen von Algen, zum Beispiel mit Fucoidan in meiner Doktorarbeit, genau. Levent, dann auch direkt den Ball zu dir. Fucoidan, was hast du damit zu tun? Ja, also das verfolgt mich eigentlich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich habe ja schon viele Jahre lang bei CRM, der Schwesterfirma von Ocean Basis, und bei Ocean Basis Naturstoffforschung gemacht. Und Fucoidan ist ein spezieller Stoff, der nur in Braunalgen vorkommt oder hauptsächlich in Braunalgen vorkommt. Und da kennt man auch schon viele Jahrzehnte lang halt so Beschreibungen aus der Literatur, zum Beispiel aus den 80er Jahren, eine Doktorarbeit hier in Kiel, wo gezeigt wurde, dass die gegen HIV-Viren wirkt, zum Beispiel diese Substanz. Und so verfolgt einen das und dann stellt man fest, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, Mensch, da sind aber auch teilweise ganz widersprüchliche Ergebnisse dabei. Was steckt denn nur eigentlich hinter diesen Widersprüchen dahinter? Also, dass man da vielleicht ein bisschen genauer differenzieren kann, was das Fucoidan macht und was ist überhaupt Fucoidan, das ist auch noch ganz wichtig festzuhalten. Und so beschäftigt mich dieses Thema eigentlich seit fast 20 Jahren und versuche irgendwie schlau draus zu werden. Und genauso wie Raphael das auch festgestellt hat, das ist halt im Grunde genommen ein richtig dickes Buch, was wahrscheinlich noch nicht mal zur Hälfte irgendwie vollgeschrieben ist und was wir hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen weiter beschreiben können, was das Fucoidan so kann, mit anderen Kollegen zusammen natürlich. Und nach 20 Jahren Fucoidan-Wissenssammlung, könntest du kurz und knapp zusammenfassen, was es ist? Ja, klar. Das ist eigentlich mehr eine Stoffgruppe. Also es ist nicht ein einzelner Stoff, sondern das ist eine Gruppe aus Zuckern, die ganz spezielle Eigenschaften haben und aus ganz speziellen Komponenten bestehen, also aus Zuckermolekülen, die dann auch ganz spezielle Endungen haben und miteinander verbunden sind. Also man sagt Mehrfachzucker oder Polysaccharid dazu.
Und die haben meistens noch ein Sulfatanhängsel dran. Das heißt, das nennt man dann sulfatierte Polysaccharide oder Mehrfachzucker. Und diese Kombination, diese chemische Kombination, hat eben halt ganz spezielle Eigenschaften. Und je nachdem, wie viel Sulfat dran hängt, weil das eben halt so eine negativ geladene Gruppe ist, die mit Wasser zum Beispiel und mit anderen geladenen Molekülen interagiert, je nachdem, wie viel Sulfat dran ist, wie lang diese Kette an einzelnen Zuckermolekülen ist und wie verzweigt die sind, haben die ganz unterschiedliche Wirkungen. Und daher kommt der vermeintliche Widerspruch teilweise, auch den man aus der Literatur kennt. Manchmal sagt man, das ist entzündungshemmend, andere Fucoidane, von denen weiß man, dass sie Entzündungen auslösen. Also es ist ein bisschen widersprüchlich und jetzt weiß man, das kommt durch die unterschiedliche Anordnung dieser Zuckermoleküle oder den unterschiedlichen Sulfatierungsgrad. Und jetzt habt ihr über die Jahre viel theoretisches Wissen angesammelt. In welche Richtung guckt ihr denn, wie man das praktisch erforschen kann? Also welche praktischen Anwendungsformen habt ihr denn da so? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich genau sozusagen halt die Übersetzungsleistung, die wir versuchen zu machen, dass wir das naturwissenschaftliche oder auch teilweise medizinische Wissen übertragen auf die Kosmetik. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Wirkungen. Also man fängt an von der feuchtigkeitsbindenden Wirkung hin zu anderen, spezielleren Wirkungen. Raphael, vielleicht magst du... Also zum Beispiel kann man sagen, man findet dann im Labor, dass wenn man Hautzellen mit Fucoidan behandelt, zum Beispiel die Zellen, in denen die braunen Farbstoffe in der Haut, also das Melanin, gebildet werden. Wenn man die mit Fucoidan behandelt in einer Zellkultur, dann wird weniger Melanin gebildet. So, das findet man dann im Labor, das hat ja erstmal mit der realen Welt noch nichts zu tun. Wenn man dann aber Algenextrakte, die auch Fucoidan enthalten, in einer Kosmetik hat, man verwendet diese Kosmetik häufig und man stellt fest, dass zum Beispiel Altersflecken weniger werden, dann ist das wahrscheinlich genau der gleiche Effekt. Also, dass diese bestimmten Moleküle in der Haut oder diese kleinen Maschinen in der Haut, die dieses Melanin bilden, die werden durch das Fucoidan gehemmt und deswegen werden die Flecken kleiner und die Haut wird vielleicht ein bisschen heller an der Stelle oder die Altersflecken werden weniger. Das ist dann die Übersetzung vielleicht. Das ist bloß sehr, sehr schwer, ganz konkret nachzuweisen. Also man kann leider nicht einfach so in die Haut reingucken und da mit dem Mikroskop reingucken und gucken, was da passiert. Das ist sehr schwer in vivo, wie die Wissenschaftler das sagen, heißt im Menschen wirklich direkt zu zeigen. Dann kommen ja auch viele Bedingungen von außen dazu, ne? Dann kommt der Sommer, genau. Und man wird braun oder... Genau, das müsste man eigentlich, und das haben wir auch vor, genau standardisierte Bedingungen zu schaffen, ne, dass das halt bei allen Probanden gleich ist und dann halt auch ein Unternehmen damit beauftragen, dass so solche Hauttests auch macht und dann kann man die Pigmentierung der Haut auch durchaus messen. Und wie schnell würde man ja eine Wirkung sehen? Also wir kriegen regelmäßig Feedback von Kunden, die das beschreiben und ich selber habe das an mir auch beobachtet, weil ich natürlich auch regelmäßig Ocean Well Cremes verwende. Ist schon so, dass tatsächlich die Pigmentierung nachlässt innerhalb von mehreren Wochen. Also man muss es schon mehrere Wochen nehmen damit und regelmäßig anwenden, jeden Tag, damit man da eine Wirkung feststellt. Nun ist das so, dass in unserem, sage ich mal, Kulturkreis, das jetzt vielleicht gar nicht so entscheidend ist, aber geht man nach Asien, stellt man fest, die haben ein ganz anderes Schönheitsideal. Da ist weiße, glatte, porzellanartige Haut gefragt. Und das könnte dann zum Beispiel auch eine sehr interessante Anwendung sein für Kosmetik, die man auf dem asiatischen Markt anwendet. Und eine schöne Alternative, eine natürliche Alternative zu so künstlichen Chemikalien, die man dann auch, die dort vielfach nutzen und die Haut kaputt machen und schädigen. Ich muss jetzt sagen, ich habe eigentlich genau die gegenteilige Erfahrung mit Ocean Well gesammelt. Ich habe immer früher richtig schnell einen Sonnenbrand so gerade im Gesichtsbereich bekommen. Und seitdem ich jetzt die Kosmetik seit einem Jahr jetzt ungefähr benutze, habe ich das gar nicht mehr gehabt, sondern habe das Gefühl, ich werde eher schneller braun.
Ja, das ist eben halt so ähnlich wie dieser Effekt, den ich eben halt gerade beschrieben habe. Also so eine Alge ist ja eine, gerade die Braunalge ist bekannt dafür, dass sie eine Fabrik von allen möglichen Molekülen ist. Das ist also wirklich eine Substanzmischung. Und wir haben auch ganz bewusst jetzt nicht uns nur eine Substanz rausgegriffen, die wir mit unseren Algenextrakten aus den Algen extrahieren, sondern wir haben ganz bewusst uns dafür entschieden, sage ich mal, ein gutes Abbild von allen guten Inhaltsstoffen rauszuholen. Und so kann das natürlich auch passieren, dass man manchmal widersprüchliche Beobachtungen an seinem eigenen Körper macht. Jeder Körper ist auch unterschiedlich, jede Haut ist unterschiedlich. Und dann kommt es auch noch darauf an, zum Beispiel, welches Produkt man verwendet, ob man das als Creme oder als Gel verwendet. Das Gel zum Beispiel, da haben wir häufig auch die Rückmeldung gehabt, dass das bis zu einem gewissen Grade auch diese Hautreizung reduziert, wenn man in der Sonne ist. Ja, genau, das Meeresgel benutze ich auch. Vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass halt wirklich in dem Extrakt sind verschiedene Stoffe drin. Also wenn wir die Alge extrahieren, sind da verschiedene Stoffe drin, die dann auch in der Kosmetik landen. Und zum Beispiel gibt es auch Studien, die zeigen, dass Algeninhaltsstoffe verhindern, dass die Haut verbrennt. Das heißt, du wirst weniger rot, aber vielleicht besser braun, weiß ich nicht genau. Und die Stoffe sind genauso da drin, wie die Stoffe, die zum Beispiel Altersflecken vielleicht reduzieren. Und ja. Ja, das ist es halt, was Levent gesagt hat. Wir haben einfach ganz viele Stoffe da drin. Ja. Und die können auch gleichzeitig wirken und dann vielleicht auch je nach Mensch oder Hauttyp verschieden stark eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Also könnte man auch eigentlich vielleicht sagen, dass die Haut einfach besser funktioniert oder dass die Melaninproduktion oder dass es nicht zu Verklumpungen in der Haut kommt. Sind das Altersflecken? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da müsste man jetzt unsere Kosmetikdamen fragen. Ne? Die haben ja wahrscheinlich noch einen viel besseren Überblick, was in der Haut tatsächlich funktioniert. Also Pigmentierung allgemein ist ein Zeichen dafür, dass Melanin hergestellt wird und produziert wird. Und bei Altersflecken ist das eben halt, dass es punktuell dann eben halt mehr produziert wird. Das ist einfach wahrscheinlich, hängt auch mit dem generellen Alterungsprozess zu tun, dass der Körper eben halt nicht mehr so, sage ich mal, auf Wachstum und so und sage ich mal, jungen Stoffwechsel ausgerichtet ist, sondern wahrscheinlich schon einige Fehler irgendwie aufweist in dem Stoffwechsel. Ne? Und nee, aber über Altersflecken ganz speziell weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie diese punktuelle, sage ich mal, Anordnung von Pigmentierung zustande kommt. Okay, und was für Forschung oder wo seid ihr jetzt gerade dran oder was würdet ihr sagen, tut Fukuidan in der Haut, wo ihr euch schon sicher sein könntet? Ja, ich fange mal an und versuche mal den Bogen zu der aktuellen Anwendung zu schlagen, vielleicht wieder ein Stück zurück in dem, was Fukuidan eigentlich so für verrückte Sachen machen kann oder ja, die verschiedenen Fukuidan-Moleküle und Substanzen. Also wir hatten zum Beispiel ein Forschungsprojekt, wo es um antitumorale Wirkungen geht. Das ist ganz einfach so gewesen, dass wir eine Substanzgruppe aus den Braunalgen genommen hatten, Polyphenole. Die haben tatsächlich die Tumorzellen bekämpft und zerkleinert und die sind dann nicht gewachsen. Und dann gab es die Stoffgruppe der Fukuidane, wo wir festgestellt haben, die verhindert sozusagen halt die Metastasierung, also das Ausbreiten von Krebszellen. Also das ist eine Wirkung gewesen, die erstmal natürlich jetzt eine rein medizinische potenzielle Anwendung hat und schwer zu übertragen ist in die Kosmetik. Aber vielleicht, Raphael, mir fällt direkt auch einfach nochmal ein, was macht überhaupt das Fukuidan in der Alge? Wozu braucht die das überhaupt? Und Algen haben halt ganz spezielle Zucker, zum Beispiel Fukuidan, die sehr, sehr schleimig sind. Deswegen kommen uns Algen schleimig vor, wenn wir die anfassen. Das ist der Fukuidan. Das sind Fukuidan und auch andere Zucker, aber auch Fukuidan. So. Und was das schleimig macht, ist, dass diese Zucker Wasser festbinden können. Und das
kann man natürlich dann auch extrahieren den Zucker in die Kosmetik tun und dann macht die Kosmetik das auch mehr oder weniger so wie in der Alge. Und das ist diese feuchtigkeitsbindende Wirkung. Und das ist natürlich super auf die Haut übertragbar. Also da macht jetzt Fukuidan dann war das, was es für die Alge getan hat, genauso auch für die Haut. Also genau. Stimmt. Und wenn wir wieder konkret bei der Haut sind, wir hatten auch eben das Thema besprochen im Büro, dass sozusagen die Hautzellen ja sozusagen in einer Matrix sitzen, die ganz wichtig ist. Dazu gehört auch Kollagen, dazu gehören aber auch andere Moleküle und die werden offensichtlich auch unter Einfluss von Fukuidan besser ausgebildet in der Haut. Also gleichzeitig das, was Raphael schon sagte, dass eben halt die Hautzellen, sage ich mal, schneller sich regenerieren und auch schneller besser wachsen, was man vielleicht bei kleinen Hautverletzungen auch einsetzen kann, zum Beispiel als Aftershave-Balsam oder so. Aber gleichzeitig bildet sich auch mehr diese Matrix aus, in der die Zellen sind. Also die gesamte Haut wird im Grunde genommen dadurch wieder besser aufgebaut und ist lebendiger und kann ihre Funktionen dann auch besser ausfüllen. Was man zum Beispiel auch sagen kann, ist, dass diese Algenzucker, die bilden eigentlich für irgendeine Zelle, zum Beispiel eine Hautzelle, eigentlich immer so eine ganz gute Umgebung, wo die drauf wachsen können. Zum Beispiel in jedem wissenschaftlichen Labor auf der Welt werden ja Zellen gehalten auf Agarplatten. Und Agar ist nichts anderes als ein Algenzucker. Ach. Und weil Zellen es scheinbar mögen, darauf zu wachsen. Und die fühlen sich da wohl, das ist eine gute Umgebung, die gut Wasser spendet und so weiter. Und das ist auch dann für die Haut so. Also, das Wobei Agar aus roter ausnahmsweise mal Algen, aus Rotalgen ja, aus kommt. Rotalgen kommt, nicht aus Braunalgen, ist aber quasi übernimmt die Funktion von, also in Braunalgen sind das Fukuidane und Alginate und die gleiche Funktion hat Agar in Rotalgen. Genau. Okay, ist gut zu wissen für die Pro-Age-Line. Ich wollte sonst, ich weiß nicht, ob das noch interessant ist, erzählen, dass warum nehmen wir überhaupt Zucker aus Algen? Können wir nicht auch Zucker aus Landpflanzen nehmen? So, ne? Ja. Also Zucker aus Landpflanzen sind zum Beispiel Zellulose. Das ist in jeder Landpflanze drin. Und das verwendet der Mensch für ganz viel, zum Beispiel für Papier oder für Anziehsachen. Also wir haben Anziehsachen aus Zellulose, die bestehen aus Baumwolle, das ist Zellulose. Aber diese Zucker, die haben völlig andere Eigenschaften als die Zucker im Meer, also die Algen haben. Weil Algen auch nicht wirklich direkt mit Landpflanzen verwandt sind, haben die völlig andere Zucker, weil die in einem völlig anderen Lebensraum sind. Und diese Zucker haben deswegen andere Eigenschaften, die zum Beispiel für Kosmetik geeigneter sind. Also ich habe noch nicht von einer Zellulose-Kosmetik gehört. Die brauchen wir nicht. Ja. Da kann die Haut auch nichts mit Ja, anfangen, damit kann so. die Haut nichts anfangen. Deswegen macht es eigentlich Sinn, in den Algen zu gucken. Ja. Und haben nur Algen Fukuidan und hat jede Alge Fukuidan? Nee, nicht jede Alge hat Fukuidan. Es gibt wohl, das wusste ich auch nicht, es gibt wohl einige Mikroalgen, die auch Fukuidane enthalten können. Aber hauptsächlich findet man die in braunen Algen. Also das ist schon typisch für braunen Algen. Das hat wahrscheinlich auch evolutionsbiologische Hintergründe, dass man die in einigen Mikroalgen findet, weil natürlich die Makroalgen irgendwann aus Mikroalgen entstanden sind in der Evolution. Hat auch eine ganz interessante evolutionsbiologische Geschichte sozusagen halt, die hier aber schwierig ist, glaube ich, in diesem Rahmen irgendwie hier als Podcast zu bringen. Vielleicht kann man das doch mal machen. Ne? Versuchen, die Evolution der Makroalgen so ein bisschen nachzubasteln. Das ist nämlich total interessant, weil da geht es nämlich darum, dass ja genauso wie unsere Zellen, die Mitochondrien enthalten, die Algenzellen oder auch die Pflanzenzellen, halt Chloroplasten zum Beispiel enthalten oder eben halt Organellen, die diese Chloroplasten, die Photosynthese betreiben, die sitzen ja in einer Zelle. Und da hat man herausgefunden, dass die halt einfach durch Phagozytose entstanden sind. Das heißt, Durch dass eine andere Zelle, ja, vielleicht gerade, dass was? eine andere Zelle praktisch verschluckt. Und dann Okay. wird in dem Fall nicht verdaut, sondern die existiert praktisch, die Zelle, die dann in der anderen Zelle sitzt, lebt weiter und so sind dann praktisch auch die verschiedenen vielzelligen Organismen später entstanden. Also erstmal natürlich einzellige, die ganz
komische symbiotische Wirkungen dann auch gezeigt haben und sich vielleicht gegenseitig auch ergänzt haben in dem, was sie machen. Und so sind dann im, so ist dann aus dieser, dieses, diesem Verschlucken von anderen Zellen praktisch auch die Vielfalt der Organismen hervorgegangen, die nun auf der Erde ist. Also eine ganz verrückte Geschichte. Okay. Und deswegen gibt es die Rotalgen, weil die nämlich irgendwie rote Pigmente enthalten. Ja, die haben was anderes verschluckt als Braunalgen. Ach. Ja, ja, genau. Und deswegen. Waren das die ersten Pflanzen dann quasi? Ja, ja. Alle Pflanzen kommen daher. Ja, ist noch ein bisschen komplizierter, aber sind die Pflanzen praktisch aus diesen verschiedenen, ich nenne das jetzt mal Verschluckzufällen entstanden. Und die Pflanze ist praktisch mit den Grünalgen zusammen, bildet einen Ast, einen Blattast. Die haben quasi eine andere Zelle, die komplett grün war, verschluckt. Mhm. Deswegen sind die alle grün. Grünalgen und Landpflanzen sind richtig grün. Die Blätter sind richtig grün. Und die Rotalgen und die Braunalgen entstammen praktisch, bilden praktisch einen anderen Hauptast, der da nicht mehr so stark sich verästelt hat wie die Pflanzen, aber dann eben halt im Wasser dann einige schöne Organismen zustande gebracht hat. So, ja. Und nur einmal haben sie es geschafft, ans Land zu springen. Und das waren die Grünalgen und daraus sind die ganzen Landpflanzen entstanden. Deswegen ist unser Land grün. Wenn es die Braunalgen geschafft hätten, wäre es an Land braun. Und wenn es die Rotalgen geschafft hätten, wäre es an Land rot. Ach, ja. Das ist wirklich spannend. Ja. Die Tiere sind wiederum auch aus einem anderen, sage ich mal, Schluckzufall dann entstanden, weil unsere Zellen enthalten Mitochondrien. Das ist das, was sozusagen halt aus, zum Beispiel aus den Zuckern dann Energie macht und unsere Zellen und unser Stoffwechsel mit Energie versorgt. Und das ist dann wiederum, daraus sind dann die Tiere entstanden. Ja. Und, ja. Insgesamt sind nur 5 Gruppen wirklich zu großen Mehrzellern geworden. Tiere, Pflanzen, Pilze, Rotalgen und Braunalgen. Was? Und Pilze? Ja, Pilze sind auch nochmal eine eigene Gruppe, genau. Eine eigene Gruppe? Ich dachte, es wäre eine Pflanze. Nee. Ich dachte, also halt ein Gemüse. Okay. Weder eine Pflanze noch ein Tier, sondern so eine extra. Das hat eine eigene Gruppe, Pilze. Und wie unterscheidet sich das oder sprengt das jetzt den Rahmen? Ja, wir schweifen total ab. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal ein extra. Ja. Was machen, wie das Leben so entstanden ja. ist. Nee, ich meine, wir müssen Pilze entstanden sind. Der Pilz-Podcast. Also die sind auf jeden Fall, die machen genau wie die Tiere auch, zerkleinern dieses praktisch organisches Material. Im Wald kennt man das, dass sie eben halt Holz fressen. Aber warum die jetzt extra Pilze entstanden fressen sind? Holz? Ja. Wenn ein Baum stirbt, ich weiß nichts, würde der sonst einfach liegen Wahnsinn. Bleiben. Aber nur weil Pilze da sind, ist er irgendwann weg. Ja. Das hätte ich ja nie gedacht. Das sind die einzigen, die praktisch Ligninen abbauen können. Oder eine der wenigen. Es gibt auch sicherlich Bakterien, einige spezialisierte. Aber Pilze sind nicht darauf spezialisiert. So, ne? Es gibt auch Pilze im Wasser. Das sind dann aber mikroskopisch kleine Pilze. Aber ich wüsste jetzt nicht viel über die Evolution von Pilzen, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass die relativ nah an Tieren dran sind. Ja. Eher viel, viel näher an Tieren als an Pflanzen. Genau. Ja, weil sie eben halt auch organisches Material abbauen. Im Gegensatz zu den photosynthetisch aktiven Organismen, die dann eben halt aus Sonnenlicht und Mineralstoffen und CO2 dann eben halt organisches Material aufbauen. Okay. Also das ist sozusagen halt der gegenläufige Prozess, wenn man so will. Aber daher kommt dann auch, alles Leben kommt aus dem Meer. Dann kommt wirklich alles Leben aus dem Meer. Ja, weil man sagt halt, also man sagt ja, die Mehrzeller sind aus Einzellern entstanden und diese Einzeller, die waren halt im Meer als erstes. Ja. Phytoplankton? Zum Beispiel Phytoplankton, genau. Das sind Mikroalgen. Und das sind Mikroalgen. Ja, genau. Und die, irgendwelche Gruppen haben es dann geschafft, irgendwann zu Mehrzellern zu werden, größer zu werden. Das ist super kompliziert. Mhm. Also eine einzelne Zelle, die kannst du einfach teilen, dann sind da 2 Zellen. Aber dann müssen die zusammenbleiben erstmal. Die müssen es schaffen, zu kommunizieren, damit die zusammen einen Organismus bilden können. Okay. Die müssen es schaffen zu wissen, ich muss jetzt zu dem Organ werden und die andere Zelle muss zu dem Organ werden. Also eine Mehrzelligkeit ist was super krass kompliziert ist. Ja, weil die Zelle muss ja auch wissen, wozu sie dann letztlich wird. Ja, genau. Also bei einer Makroalge ist es dann muss eine Zelle vorher wissen eigentlich, oder nicht vorher, aber auf jeden Fall im Laufe der Entwicklung, werde ich jetzt irgendwie Würzelchen, was an Felsen eine Makroalge festhalten lässt oder das Stämmchen von einer Makroalge oder das Blatt oder so. Und das findet im Laufe der Entwicklung so eines Organismus statt, indem die Zellen untereinander kommunizieren. Mhm. Ja.
Und das ist echt komplex, ja. Da weiß man auch also noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Und besonders bei so komplexen Lebewesen wie der Mensch, das ist, ist es natürlich noch viel aufwendiger. Ne? Also aus einer einzigen befruchteten Eizelle werden, ich weiß nicht wie, sehr viele verschiedene Zellen, wie in unserem Körper sind ja sehr viele verschiedene Zellen, Augenzellen, Muskelzellen, Fettzellen, Knochenzellen. Und die enthalten alle das gleiche genetische Material. Ja. Und trotzdem werden sie zu ganz unterschiedlichen Zellen, ne? Ob nun was weiß ich, Zehennagel oder was weiß ich, im Auge irgendeine Zelle. Ne? Ja. Fotoempfindliche Zelle. Das sind schon verrückte Sachen. Ja. Ja, jetzt sind wir ganz schön abgeschlossen. Okay, also Debunk zur Kosmetik. Wieso Braunalge? Durch den Fokus? Also ist das so auch entstanden, die Idee, dass man dachte, das hat viele gute Eigenschaften für die Haut, das möchte ich auf der Haut haben? Ja, also unterschiedliche Beobachtungen. Ne? Also einmal natürlich, da fing Raphael vorhin auch an zu erzählen, dass so eine Alge in dem eigentlichen Lebensraum, in dem sie sich befindet, häufig wirklich Extremen ausgesetzt ist, zum Beispiel die Wellenbewegung. Es gibt viele Makroalgen, die ganz bewusst in dieser wilden Küstenzone leben, wo die Wellenenergie ganz stark ist. Also auf Felsen, und da kennt man ja Bilder, wo die Wellen mit irrer Wucht auftreffen. Ja. Und das können die alles ertragen. Und also die sind einerseits widerstandsfähig, so physikalisch, also können diesen ganzen mechanischen Kräften widerstehen. Gleichzeitig sind sie aber enorm flexibel. Also wenn man sich so eine Makroalge unter Wasser anschaut, also die biegen sich nach allen Seiten. Und das ist genau das, die Beobachtung, die halt so man auf durchaus auf die Kosmetik auch übertragen kann. Dass eben halt eine Haut ja auch flexibel sein muss, trotzdem irgendwie diversen Umwelteinflüssen widerstehen muss, und da helfen eben halt diese Substanzen wie zum Beispiel Fukuidane Haut auch. Also indem sie Feuchtigkeit bindet, indem sie Geschmeidigkeit gibt und so weiter und so fort. Und viele andere physiologische Wirkungen, die wir auch in Forschungsprojekten auch aufdecken und entschlüsseln. Eine andere Eigenschaft vielleicht, also so eine Alge zum Beispiel, wenn die bei Ebbe, fällt die ja komplett trocken. Normalerweise ist die im Wasser und dann ist plötzlich 6 Stunden das Wasser weg. Dann darf die auch nicht komplett austrocknen. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann wird sie auch sehr schnell trocken. Und dann muss die aufpassen, dass sie nicht zu schnell trocken wird. Und der Sonneneinstrahlung auch wieder steht. Ja, genau. Sie muss erstens irgendwelche Stoffe haben, die ihre Feuchtigkeit ein bisschen halten. Das heißt, sie hat solche Zucker, die Feuchtigkeit halten. Zum Beispiel Fukuidan, die wir dann auch gut in der Haut haben, um Feuchtigkeit zu halten. Gleichzeitig braucht sie Stoffe, die davor schützen, dass sie sozusagen Sonnenbrand bekommt. Und da hat sie auch Stoffe. Und wenn wir die auch mit raus extrahieren, dann kann es halt auch sein, dass unsere Kosmetik auch ein bisschen vor Sonnenbrand schützt. Weil so eine Alge, die würde auch tatsächlich sowas wie Sonnenbrand bekommen und könnte auch sowas wie Hautkrebs bekommen. Okay. Und das muss sie auch selbst verhindern. Und forscht ihr denn in die Richtung Sonnencreme? Ja. Ja, da ist, sag ich mal, unsere Kollegin und Mitgründerin von Ocean Bases, Ines, auch stark mit befasst mit dem Thema. Und da haben wir auch ein eigenes Forschungsprojekt. Da geht es eben halt darum, wie bringt man genau diese UV-Schutzwirkung, die man von den Algen kennt, auf die Haut. Da geht es natürlich darum, wie schafft man einen guten, möglichst natürlichen Ersatz für das, was man als normale Sonnencreme sich auf die Haut schmiert. Das hat einerseits eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, Gründe, die in dem Schutz des Meeresökosystems zu tun haben, weil man weiß, dass eben halt diese feinen, ganz feinsten Partikel, die man sich damit auf die Haut schmiert, Titaniumdioxid, dann im Wasser lösen und zum Beispiel Korallenriffe auch schädigen können. Und da sucht man dringend nach Alternativen. Und das könnte ja ein Weg sein. Es ist allerdings nicht so ganz einfach, weil die, sag ich mal, Sonnenschutz-Kosmetikindustrie in der ganzen Ausrichtung von dem regulatorischen, also von den Verordnungen, die dahinter stehen, rein auf diesem Titandioxid basieren. Also da steckt praktisch die chemische Industrie dahinter, die alle Normen, alle Standardisierungen, Lichtschutzfaktoren, das basiert alles eben halt auf diesem mechanischen Schutz. Deswegen ist der Vergleich von, sage ich mal, natürlichen UV-Schutz und diesem mechanischen UV-Schutz natürlich nicht ganz fair. Da muss man dann auch vergleichen.
Und wahrscheinlich würde auch, man soll ja niemals nie sagen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese natürlichen Substanzen genau den Schutz erreichen, den jetzt meinetwegen ein ja wirklich ein mechanischer Schutz von diesen Partikelchen auf der Haut gleichzusetzen ist. Also das ist wahrscheinlich, das wird man nie erreichen, aber auf jeden Fall hilft es ein bisschen. Also es wäre eher Vorbereitung für die Sonne. Ist Vorbereitung, ist, wir wissen das aus eigener Beobachtung und von unseren Kunden, du hast es auch festgestellt, dass auch das Meeresgel, obwohl da nun nichts drin ist, was jetzt wirklich rein optisch das Licht zurückhalten könnte, weil das ist ja ein transparentes Gel, aber offensichtlich sind da Wirkstoffe in den Algen drin, die halt dazu beitragen, die Sonneneinstrahlung zumindest irgendwie so ein bisschen zu filtern, zurückzunehmen. Bei den Algen ist das irgendwie ein ganz natürlicher Prozess. Da werden praktisch die Photonen aufgenommen und in den, sage ich mal, Organellen dann auch weitergeleitet, sodass das praktisch so eine Art Schwamm ist für Licht. Und so stellen wir uns das vor, dass wir vielleicht ansatzweise versuchen, diese Wirkung halt auch auf der Haut zu erzielen. Es ist sehr komplex. Ja, und in dem Protecting Serum ist ja die Rotalge drin. Und wie kommt das denn zustande? Ist auch einmal eine andere Algenart? Also da ist es so, dass man zum Beispiel für UV-Schutz oder generell für auch Schutz gegen Entzündungen, dass man da bestimmte Stoffe identifiziert hat, die das sehr gut können. Und in Rotalgen hat man, das waren die allerersten Algen, in denen man richtigen UV-Schutz messen konnte. Also indem man die Stoffe ganz genau identifiziert hat. Man weiß, wie die Stoffe aussehen. Und die gibt es auch nur in Rotalgen, die für UV-Schutz sorgen. Und die auch antioxidativ sind, sagt man. Und deswegen antientzündlich wirken können. Deswegen ist da eine Rotalge drin. Würdest du da was ergänzen, eventuell? Ja, gut, ich meine, jede Alge hat im Grunde genommen irgendwie einen UV-Schutz, aber das waren die ersten, das stimmt, und die war auch besonders ausgeprägt. Und gut, das sind jetzt so, ich weiß nicht, ob du die meinst, die speziellen Aminosäuren, die da drin sind. Ja, genau. Die haben auch eine ganz spezielle chemische Struktur, die wirklich prädestiniert ist dafür, die Lichtteilchen einzufangen, sozusagen. Und deswegen haben wir das genommen und die dienen eben halt auch dazu, diese speziellen Aminosäuren vor Umweltradikalen zu schützen. Ja. So. Und genau. Und jetzt habt ihr gesagt, dass die Braunalge Phocoidane hat, die Rotalge hat rote Partikel geschnürt und deswegen nicht derselbe Ursprung quasi und nicht so viele oder gar keine Phocoidane? Nein, gar keine. Gar keine. Und die ist jetzt aber besser im UV-Schutz. Könnte das dann theoretisch bedeuten, dass Phocoidane nicht ganz so stark im UV-Schutz sind? Genau, also oder das weiß man eben nicht? Doch, nee, Phocoidane machen gar keinen UV-Schutz. Ah, okay. Sondern wenn wir jetzt zum Beispiel ein Produkt haben aus Braunalgen, dann enthält das Phocoidan. Aber die Braunalgen haben auch selber UV-Schutz. Ja, okay. Der ist nur noch nicht so gut bekannt wie bei den Rotalgen. Aber eigentlich hat jede Pflanze das doch, oder? Genau, sonst würde sie auch Hautkrebs bekommen, wenn sie in der Sonne ist, sozusagen. Und genau, in Braunalgen weiß man, dass die was haben müssen. Man weiß bloß, man hat eine Ahnung, was es sein könnte. Man sieht es auch, wenn man die mikroskopiert und quasi durch so eine Braunalge durchschneidet, sieht man, dass die so eine ganz feine Schicht direkt an der Oberfläche haben, die das Sonnenlicht oder das UV-Licht abfängt. Man vermutet ja, dass Polyphenole das damit zu tun haben könnte. Ganz genau. Und das kennt man zum Beispiel aus Rotwein. Ich hatte auch gerade bei einem Kopf, ich wollte es nicht sagen. Aus der Schale von diesen roten Weintrauben, da sitzen die Polyphenole drin. Das ist eine bestimmte Stoffgruppe, die eben halt auch, das weiß man auch, eben halt gegen Umweltradikale schützt und auch eben halt Sonnenlicht stark filtert, ja. Genau. Also trinkt man mehr Rotwein und kriegt keinen Sonnenbrand. Aber eigentlich kann man halt sagen, jede Alge hat, also weil die im gleichen Lebensraum leben, brauchen die alle Stoffe, die dafür sorgen, dass sie nicht zu viel Wasser verlieren. Stoffe, die dafür sorgen, dass sie nicht verbrennen. Und deswegen kann man auch einen Braunalgenextrakt machen und der würde ungefähr beide Eigenschaften mit enthalten. Man kann auch Rotalgenextrakt machen, der beide Eigenschaften enthält. Also wasserbindend und UV-schützend. Und ja, das sind dann halt bloß unterschiedlich starke Intensitäten und man weiß unterschiedlich viel darüber. Deswegen, wenn man jetzt, also haben wir damals
beim Protecting Serum wahrscheinlich angefangen mit Rotalgen, weil man auch schon mehr darüber wusste Ja. als bei Braunalgen. Bei Genau. Braunalgen wird jetzt gerade erst dran geforscht, sozusagen. Okay. Ja, aber das wäre jetzt auch nochmal eine spannende Frage, was jetzt genau der Unterschied bei der Landpflanze und der, ja, Wasserpflanze quasi ist. Das, also die Nährstoffdichte, ist das der Unterschied, warum wir das so machen aus der Alge? Nee, es ist klar, tatsächlich sind die Zucker einfach unterschiedlich aufgebaut. Ne? Hm. Landpflanzenzucker haben eigentlich also man muss so einen Zucker, kann man sich wie so eine lange Kette von einzelnen Monomeren vorstellen. Das heißt, es sind kleine Teile und die werden zusammengehangen. Das ist dann so eine lange Molekülkette. Und bei den meisten Landpflanzenzuckern ist das immer das gleiche Molekül. Zum Beispiel bei Zellulose ist es immer, Zellulose ist der lange Zucker, die Kette, und das einzelne Molekül ist immer Glucose. Die ganze Zeit. Deswegen besteht Papier quasi nur aus Glucose. Oder Stärke ist auch ein Landpflanzenzucker, ist in Kartoffeln drin, besteht auch nur aus Glucose. So, und jetzt kommen die Algenzucker und die bestehen nicht nur aus einem einzelnen Monomer, sondern da sind verschiedene kombiniert. Und die haben auch noch Sulfatgruppen, was Levent schon vorhin erzählt hat. Das ist echt was anderes. Das haben Landpflanzenzucker nie oder sehr, sehr selten, also und nicht vor allem nicht die normalen Landpflanzenzucker. Aber bei Algen gibt es da, also die sind echt anders aufgebaut. Und Mit was machen ganz Sulfate? Sulfate sind halt, also die sind sauer, oder die sind Und negativ negativ geladen. geladen auf jeden Ne, Fall, ja, genau. negativ geladen, und die sorgen halt dafür, dass, also man vermutet, also in ganz vielen Meerespflanzen, also auch zum Beispiel in Seegras, gibt es sulfatierte, sagt man mit Sulfatgruppen, sulfatierte Kohlenhydrate, also sulfatierte Zucker. Man vermutet, dass die diese Sulfatgruppen brauchen, um sich irgendwie an das Salz anzupassen im Meer. Und ja, man ist sich auch noch nicht ganz sicher, das ist auch gerade Forschungsgebiet. Und was diese Sulfatgruppen sorgen halt für verschiedene Wirkungen, die ein Landpflanzenzucker niemals haben könnte. Zum Beispiel in diesen ganzen Zelltests, dass die vielleicht immunomodulatorisch sind oder antitumoral. Da denkt man häufig, dass das die Sulfatgruppe ist, die da einen bestimmten Einfluss hat, weil sonst könnte das ja jeder Zucker hervorrufen. Aber diese speziellen Algenzucker, die haben halt diese komischen Sulfatgruppen und dann noch komische Einzelteile, wo man nicht genau. Und das Problem ist, also ist das Spannende und das Problem zugleich, dass das in einer Alge schon unterschiedlich sein kann. Zwischen Stiel und den Blättern kann der Aufbau von diesem Zucker unterschiedlich sein. Es kann zwischen Frühling und Herbst unterschiedlich sein und es kann natürlich auch noch zwischen den verschiedenen Algenarten unterschiedlich sein. Das heißt, man hat eine riesige Variation. Wenn du jetzt Zellulose aus 10 verschiedenen Landpflanzen zu 10 verschiedenen Jahreszeiten nimmst, ist immer Das ist gleich immer das Gleiche, aufgebaut. ja. Immer gleich. Und wenn du jetzt drei Algen nimmst zu drei verschiedenen Jahreszeiten, hast du 9 verschiedene Fucoidane. Und hat man schon eine Vermutung, woran das liegt? Naja, das ist eben halt auch so, was das Leben so im Laufe der Evolution so mit sich bringt. Das ist teilweise von Zufall bestimmt. Und dann ist das sozusagen ein Zusammenspiel von Zufall an genetischen Veränderungen und sozusagen die Umwelt, in der diese Pflanze oder der Organismus dann lebt und offensichtlich irgendwie einen bestimmten Entwicklungsdruck in Anführungszeichen spürt. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Alge sich entwickelt im Meerwasser, ist sie ja, und da komme ich gleich auf deine Frage zurück, was sind denn nun Landpflanzen von Meerespflanzen unterscheidet in der Anwendung, auch in der Kosmetik. Du hast ja im Meerwasser ganz andere Bedingungen als an Land. Und so haben sich auch die mechanischen, ich sag mal, Bestandteile der Pflanzen und Algen unterschiedlich entwickelt. Also bei Algen hatten wir schon, ne, die leben häufig bei Makroalgen in Gezeitenzonen und da müssen die eben halt diese Flexibilität haben, gleichzeitig Stabilität. Auf dem Land sind mehr, was weiß ich, hast du den Wind als Kraft, und so hat sich dann, sage ich mal, eine unterschiedliche, bei Menschen würde man sagen, Physiognomie und Statik dann auch entwickelt. Was aber auch immer, sage ich mal, bei den Algen im Vordergrund steht, ist, du hast wesentlich mehr Wirkstoffe, die zum Beispiel antibakteriell oder entzündungshemmend wirken, weil nämlich die Meeresorganismen, also nicht nur die Algen, sondern alle Organismen, sind direkt mit, sage ich mal, den feindlichen Angriffen ausgesetzt von Bakterien und Viren und Fressfeinden und so weiter. Und an Land hast du immer noch die Luftbarriere dazwischen.
die eben halt so ein Bakterium nicht mal eben so einfach überspringt. Deswegen bilden sich in Meerwasser oder haben sich in Meerwasser Organismen ausgebildet, die eine viel stärkere Abwehrpower entwickeln gegenüber Angreifern oder Schadbakterien oder Viren oder so. Ne? Die haben also wesentlich mehr Inhaltsstoffe entwickelt, um sich gegen solche Angriffe zu wehren. Das ist so der Unterschied auch von Land- und Wasserpflanzen. Das ist super spannend. Zum Beispiel, also wenn du im Meer wächst, wirst du permanent von Bakterien angegriffen und von Viren. Deswegen bist du sehr antibakteriell und sehr antiviral. Hast viele Stoffe, die das können. Wenn du an Land wächst als Pflanze, wirst du viel weniger von Bakterien angegriffen, weil, wie Levent sagt, da erstmal die Bakterien müssen erstmal irgendwie durch die Luft zu dir kommen. Das passiert viel seltener als im Wasser, wo die ganze Zeit dahin schwimmen können. So, aber an Land habe ich zum Beispiel Insekten, die mich fressen als Pflanze. Und gegen die hilft nichts Antibakterielles, sondern was Insekten abwehrt, zum Beispiel Giftstoffe. Deswegen gibt es in ganz, ganz vielen Landpflanzen Gifte, also zum Beispiel im Fingerhut, das ist giftig, oder also fast jede Pflanze hat irgendwelche insektenabwehrenden Stoffe. Während es sowas in Algen so gut wie nicht gibt. Deswegen kann man eigentlich jede Alge essen, weil die keine Alge irgendein Gift hat gegen irgendwas, was uns auch töten könnte sozusagen. Mhm. Aber die haben alle was Antibakterielles, was wiederum gut für uns ist. Deswegen macht es auch Sinn, Algen zu essen. Also man kann eigentlich so gut wie jede Alge essen. Es wurde noch nie wissenschaftlich eine giftige Alge beschrieben. Aber bittere Algen, das schon. Ja, okay. Weil gegen einen Fressfeind haben sie dann nämlich doch was entwickelt. Also speziell jetzt auch den Fucus, ja, im Blasentang. Der wird gerne attackiert und gefressen von der so heißt es Meerassel? Meerassel, ja, genau. Und man hat festgestellt, dass je mehr diese Algen von dieser Meerassel attackiert werden, desto mehr Bitterstoffe produzieren sie. Und das schmeckt man dann auch. Also man würde wahrscheinlich, also eine Fucusalge kann man essen. Die wird auch traditionell auch zubereitet im Salat. In der Bretagne oder Irland macht man das schon sehr lange oder gibt man Schafen zu fressen. Und die schmecken halt besonders bitter dann, wenn die angegriffen werden. Ja, genau. Und die Pflanzen können sich schon wehren. Ja, die Algen können sich auch wehren, aber es ist halt nie so eine starke Verteidigung. Oder die haben zum Beispiel auch nie Dornen. Pflanzen haben ja Dornen, damit sie nicht gefressen werden. Ja. Und Algen haben sowas nie, weil die einfach nicht so stark gefressen werden. Also halten wir fest, Algen sind super auf der Haut und super zum Essen geeignet. Auf jeden Fall. Stärkt das Immunsystem, stärkt die Haut und das ist halt einfach irgendwie toll und das funktioniert. Und naja, und um das zu verstehen, forschen wir halt weiter. Das, ja, ist halt auch wichtig, dass man da am Ball bleibt und dass man die unterschiedlichen Wirkungen auch nutzbar machen kann für die Haut. Man darf das ja alles nicht so ausloben. Ne? Das ist dann natürlich auch, ja, ist ja keine Medizin. Ja. Das muss man auch immer wieder sagen. Ja. Ja, ich würde eigentlich sagen, jetzt reden wir schon hier ein paar Minuten, dass wir hier mal einen Cut setzen. Außer hat jemand, Stefan, hast du noch eine Frage? Ich habe keine Frage mehr. Wollt ihr noch was dazu erzählen? Brennt euch noch was auf dem Herzen? Naja, ich meine, man könnte jetzt irgendwie stundenlang so weit erzählen. Ja, wir können ja noch mehr Podcasts aufnehmen, ich merke schon. Es ist auf jeden Fall cool, das überhaupt zu erzählen. Dann erinnert man sich mal wieder daran, warum man eigentlich so begeistert davon ist. Oder, ja, was man eigentlich macht oder studiert hat. Ich bin auch gespannt, ob man merkt, wie euphorisch ihr gerade geredet habt. Also wenn man euch gesehen hätte, wir hätten doch ein Video machen müssen. Ja, also das können wir gerne irgendwann holen. Das muss ja auch nicht so bestellt sein. Aber was ich jetzt auch immer wieder merke bei diesen Podcasts, wenn du gezwungen bist, wissenschaftliche Fakten verständlich zu präsentieren, sodass möglichst alle das verstehen, dann verspüre ich immer eine wahnsinnige Hochachtung gegenüber zum Beispiel diesem Virologen Drosten, der ja irgendwie diesen NDR-Podcast macht. Und das ist so faszinierend, wie er das erklären kann. Also das ist so einleuchtend und das sind ja aber auch so viele komplizierte Sachverhalte. Und das bringt er wirklich super rüber. Also toll. Das sind ja auch eigene Berufe. Also Miriam hat ja, ich weiß nicht, ob sie es genauso gemacht hat, aber das hat sie ja auch im UKSH gemacht. Ja, also wissenschaftliche Texte allgemein verständlich formuliert. Das, ja, das ist nicht einfach. Nee. Das ist ein eigener Job. Ja. Ich finde, ihr habt das aber gut gemacht. Ja. Ich habe es verstanden und das, ja, heißt schon was bei dem Meeresthemen. Ja. Ja, prima. Vielen Dank. Danke. Meeresrauschen, der Podcast von Ocean Well. Die Naturkosmetik aus dem Meer und für das Meer.
Spannendes von der Entwicklungsschmiede aus dem echten Norden. Mit Lorenen und Steffen.